So, guten Morgen, der nächste Tag. Ich habe mich jetzt hier gerade noch mal ein bisschen frisch gemacht für die Tour heute. Wir starten jetzt hier gleich auf dem Campingplatz, haben schon gefrühstückt, Zelte sind abgebaut und wir stehen schon so gut wie startbereit da. Hier vorne unser bereits abgebautes Lager. Und dann geht es jetzt gleich auch los. Unsere Motorräder stehen auf dem Campingplatz. Wir haben jetzt die Triumph hier hochgeschoben. Die hat nämlich Startprobleme, die Batterie ist ziemlich leer. Wir lassen sie jetzt hier den Berg runterrollen, Gang rein, und dann versuchen wir die so zu starten. Jetzt haben wir die hochgeschoben und sind wenigstens alle auf Temperatur. Und gleich geht's los, wenn die Maschine läuft. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Probleme mit dem Keyless Go und Start-Stopp-Automatik und hier, weil die irgendwie gar nicht starten will, die Maschine. Aber da sieht man es wieder, je mehr Technik in den Motorrädern drin ist, desto schwieriger wird es dann, wenn es mal Probleme gibt. Wir versuchen uns jetzt da was zusammenzubasteln, um von einem anderen Motorrad halt Starthilfe zu geben, die miteinander zu verbinden. Oder du baust deine aus kurz und wir starten so mit deiner. Jetzt haben wir soweit alles vorbereitet. Jetzt kommt hier nur eben das Kabel dran. Und dann kriegen wir die Triumph Tiger gleich auch noch zum Laufen. Genau, die Teneré macht. So, jetzt kann die Triumph auch loslegen. Und jetzt packen wir alles wieder ein, bauen es zusammen. Und dann geht's weiter. Der Geiranger Fjord. Ein paar schöne Aufnahmen haben wir gemacht. Jetzt geht es weiter zu den Motorrädern und auf in Richtung weiter hoch.
Aber es ist immer wieder schön anzusehen. Die Trollstiegen liegen hinter uns. Jetzt wird erstmal Pause gemacht, leckeres Käffchen getrunken. Ich bringe den Jungs dann jetzt gleich das Wasser zu uns aufkochen. Schöne Stelle an so einem kleinen Hafen. Hier gibt es kleine Boote, die man mieten kann, falls man rausfahren möchte zum Angeln. Sergius versucht es so vom Steg aus. Da vorne haben wir unseren Tisch mit der Bank zusammen. Da in der Ecke ist der Sergius am Angeln. Und versucht mal sein Glück in der Fischerei. Vielleicht gibt es heute zum Abendessen sogar mal frischen Fisch. Was hat er da? Was hat er? Oh, oh. Das ist ein Witling, der ist lecker. Hey. Der erste Fang in Norwegen. Das heißt, heute Abend, falls es noch ein paar mehr werden, sieht es ganz gut aus, dass es Fisch geben wird. Ich genieße in der Zeit weiter meinen Kaffee mit Fjordlik. Oder ist das hier ein See? Fjord. Ist ein Fjord. Langfjord. Ich spring wieder rein. Hier wird jetzt gerade noch ein bisschen der Reifendruck angepasst. Jetzt haben wir noch eine kleine Etappe auf Schotter vor uns, die wir jetzt gleich fahren werden. Und dann geht es auch langsam zum Übernachtungsplatz, wo wir übernachten möchten. Hier fängt das Ganze an. ~100 Norwegische Kronen kostet es anscheinend. Und dann geht es auf die coole Strecke. Wir sind hier vor ein paar Jahren schon gefahren. Wir kennen die Strecke an sich schon. Aber ist immer wieder schön zu fahren.
ich würde fast behaupten, wir haben einen coolen Übernachtungsplatz gefunden, wo wir unsere Zelte aufbauen können. Hier werden schon fleißig Zwiebeln geschnitten. Hier wird schon schön der Fisch gebraten. Das lassen wir uns heute Abend schmecken. Hier kocht noch der Reis, den wir gleich noch zum Fisch essen werden. Gut, dass wir einen Sturmkocher dabei haben. Hier ist es nämlich ziemlich windig. So schön. Jetzt hat jeder eine Portion Reis. Kann sein, dass er dazu gibt es eine leckere Fischbeilage mit Soße. Boah, beste. Beste. Und wunderbar, oder? Ich hab's gekocht. Frischer Fisch. Das lassen wir uns dann als Nachtisch heute schmecken. Du? Aber Prost auf den heutigen Tag. Und jetzt gönnen wir uns noch ein schönes Bierchen. I'm just good at caring too much. I'm just good at caring too much. Is it too much to ask that you be all mine? I never was good at sharing. I'm just good at caring too much. So, wir haben jetzt eine Passage vor uns. Wir müssen hier einmal diesen Fluss entlang fahren und da oben wieder raus. Das Wasser an sich ist nicht tief, aber wir haben festgestellt, die ganzen Steine sind extrem rutschig. Man hat kaum Grip da drauf, deswegen haben wir jetzt gesagt, wir sind ja zu viert,
tun wir die Maschinen als Team einzeln rüberbringen. Ist jetzt die sicherste Möglichkeit. Ich habe hier nämlich schöne Schlappen an. Ich bin nämlich der im Team, der keine wasserdichten Schuhe hat und sie so ausziehen muss. Aber hat jetzt auch so ganz gut geklappt. Wir bringen jetzt die anderen zwei Maschinen rüber. Und dann schauen wir mal, wie gut wir das hinbekommen. Okay, so, genau. So, die Tenere ist vorbereitet für die Flussüberfahrt. Mit der Tenere haben wir ein bisschen mehr zu kämpfen, aber geschafft. Boah, meine Schuhe sind krass, Mann. Halleluja. So, Maschine Nummer 3 ist auf der anderen Seite. Jetzt noch die 1200er Triumph Tiger vom Victor und dann haben wir es geschafft. Hier die Kollegen alle schön in Schuhen. Ich habe meine Expeditionsschlappen dabei. Die erfüllen natürlich ihren Zweck super. Maschine Nummer 4 macht da vorne noch eine Pause. Alle Maschinen sind jetzt sicher auf der anderen Seite. Jetzt geht es wieder weiter über diese wunderschönen Schotterpisten hier und ein paar kleineren Flüsschen, wo man so schön drüber fahren kann. Scheiße, Schnee, ne? Rutsch ein bisschen. So. Ja, wir haben rum. Die Jungs kümmern sich da hinten um die nächste Maschine. Ich fahre jetzt einfach mal vor und erkunde ein bisschen die Gegend, ob es sich überhaupt lohnt, hier weiterzufahren oder ob wir das lieber lassen sollten. Guck mal, da alles geht. Ja. Mann, ist das schlammig und matschig. Okay, Jungs, hier hinten wird der Weg besser. Ich sehe schon die nächste Flussdurchfahrt. Passt. Servus, eine Maschine ist auch drüber. Wir haben jetzt gerade hier gesehen, hier läuft eigentlich ein Fluss runter, der unterm Schnee ist. Der Tore ist hier nämlich gerade mit seinem Fuß einmal durchgebrochen. Und da unten sehen wir, dass hier jetzt Wasser drin ist. Das heißt, war eine gute Idee, dass wir uns an dem schmalsten Stück gehalten haben, hier ganz rechts durchgefahren sind. Wir versuchen jetzt die anderen Maschinen rüber zu bringen. Auch die Tenere hat es geschafft, jetzt noch die Triumph und wir hoffen, dass die Strecke gleich ein bisschen leichter wird. Wir haben gerade nach dem Wasser schon gedacht, jetzt wird es leichter, aber kommen noch ein paar spannende Abschnitte, wie ich sehe. Direkt dahinter ist es extrem matschig, habt ihr gleich gerade bei mir gesehen, man ist nur am Rutschen, das Hinterrad dreht durch. Naja, Schlamm ist auch nicht der beste Untergrund zum Fahren. So, jetzt ist die schwerste der Maschinen dran. Jetzt
fährt der Sergius, der hat auch dieses Schlammproblem mit dem durchdrehenden Reifen hinten. Aber so langsam kann man sich da durchkämpfen. So, wie macht sich die Triumph Tiger? Der fährt durch wie mit einem Unimog. Das ist Wahnsinn. Victor, geil. Die schwerste Maschine, die zieht hier am besten durch. Geil. Wir sind hier wieder an dem nächsten Schneefeld. Sergius, seine Maschine haben wir schon rübergebracht. Wie man sieht, wir sind alle schon ein bisschen fertig. Machen gerade Pause im Schnee. Und dann haben wir da hinten noch drei weitere Maschinen stehen, die rüber wollen. Ja, wir hoffen einfach nur, dass es nicht mehr zu viele von diesen Schneeüberquerungen gibt. Und genau jetzt. Oh, die Strecke wird immer noch nicht besser. Vor eine Sauna. Wir sind alle schon ganz gut fertig. Mittlerweile brauchen wir 4 Mann, um die Maschinen rüber zu bekommen. Oh. Aber wir hoffen immer noch, dass es hinter der nächsten Kurve dann besser wird. Nee, die Hoffnung aufgeben. Umdrehen ist auch keine Option. Dafür sind wir schon zu weit gekommen. Oh Gott. Mein Motorrad steht schon da unten. Wir haben hier noch mit Schranken zu kämpfen, dass wir hier an den Seiten vorbeikommen. Hier. Nein, noch nicht. Nach oben. Jetzt nach links. Halt ihn fest. Okay, wir schaffen es. Und nach oben fahren, hier nach oben fahren. Hier hast du die Spur. Einmal Schwung holen, hier hoch und runter direkt. Mit Schwung. Pass auf den Kopf auf, ja. Schwung, Schwung. Ich halte dich. Gas. Okay. Ja, aufregend. Wir haben jetzt hier mehrere Stunden auf diesen Abschnitten verbracht, hatten jetzt immer wieder Schneefeldkreuzungen und. Und wir sind alle verschwitzt bis zum geht nicht mehr. So, wir haben jetzt mittlerweile einen Übernachtungsplatz gefunden, haben schon unsere Zelte aufgebaut. Sergius, Victor sind schon im See am Baden. Flo baut noch sein Zelt weiter auf. Ja, war ein mega harter, anstrengender Tag heute. Aber richtig, die Maschinen sehen alle aus wie sonst was hier, wenn man sich Victors Maschinen anguckt. Der Kardan, der ist halt mal richtig im Schlamm gebadet worden. Ja, irgendwie haben wir es aber geschafft. Gut, dass wir zu viert waren. So konnte man sich immer gegenseitig unterstützen. Genau.
können wir gleich noch uns eine Runde abkühlen gehen. Obwohl nass sind wir alle sowieso schon. Versuchen wir noch ein bisschen in der Sonne unsere Klamotten zu trocknen. Abkühlung gibt es in See. Noch was essen. Und dann denke ich mal, gehen wir heute alle früh pennen. Wir sind alle ziemlich fertig. Hier vorne kochen schon fleißig die Spaghettis. Auf der anderen Seite gibt es jetzt hier Cabanossi-Würste mit Zwiebeln in Tomatensoße. Das wird dann gleich einmal alles zusammengemischt und dann haben wir ein leckeres Abendessen für alle. Das genießen wir dann schön am See. Tisch und Stühle haben wir mittlerweile aufgebaut. Ziemlich viele Mücken hier, die einen die ganze Zeit angreifen. Aber gut, da muss man durch. Die Nudeln sind fertig. So Männer, alle herkommen, Napf mitbringen. Jetzt wird gespeist. Ja, wird knapp in der Pfanne. Scheiße. Ja, wir haben uns jetzt gedacht, um ein bisschen Geschirr zu sparen zum Abspülen, mischen wir das in einem großen Topf zusammen und essen alle aus einem Topf. Wird ein bisschen knapp, aber so, stell hin die Pfanne. Ich mach lieber meins. Weil guck mal, alles schon vorbereitet. Da hinten die Sonne, geil. Wenn es jetzt nur noch ein paar Mücken weniger hier gäbe, wäre es perfekt. Normalerweise Käse kannst du ja nicht so halten. Lecker Bierchen. Wir haben leider nur 3 Dosen, deswegen wird geteilt. Ich glaube es bei Globus, weiß ich nicht. Hier pimpen wir das Ganze noch mit leckerem Parmesan. Mm, guck mal, wie beim Italiener. Guck mal. Da, 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 guck mal, lecker. Mm, yum, yum. So kann man das doch essen. Jungs, lasst euch mal. Zubereitet, wie beim Lieblingsitaliener. Gönnen wir uns mal die Ladung. Hallo, perfekt. Guten Tag, ja. Ich schau das weg, ey. So, Prost auf den Tag, dass wir es geschafft haben. Ich hoffe, die nächsten Tage werden ein bisschen leichter, beziehungsweise ein bisschen weniger Matsch und ein bisschen weniger Schnee. Dann geht es schon. Und jetzt lassen wir uns das Bierchen schmecken auf die erste TED-Etappe in Norwegen, die wir heute gefahren sind. Prost.